Hey Mallorca-Lovers, dies ist ein Podcast für Mallorca-Liebhaber von Mallorca-Auswanderern, die ihre spannende Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum sie auf Mallorca sind, wovon sie leben und was das Besondere ist an dieser Insel, die Mallorca-Magie. Also viel Spaß auf spannende Mallorca-Geschichten. Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich endlich mal wieder einen männlichen Gast. Darüber freue ich mich sehr, denn die sind ja immer noch sehr rar. Warum, weiß ich nicht, denn ich kenne eigentlich viele Männer, die gerne reden, aber nicht mit mir wahrscheinlich. So, jetzt habe ich mir den Jürgen hierher geholt. Und der Jürgen, ja, der ist eigentlich ziemlich neu hier auf der Insel, glaube ich. Ich weiß gar nicht so viel über ihn. Das, was ich wissen muss, werde ich ihn jetzt fragen und den Rest werde ich mir jetzt Montag bei Goodbye Deutschland angucken. Aber wie es dazu kam, das erzählt er uns jetzt persönlich. Herzlich willkommen, Jürgen. Schön, dass du da bist. Ja, grüße euch alle da am Telefon oder wo ihr überall rumschwirrt. Also, mein Lieber, du bist ziemlich neu hier in Cala Radiada, ne? Ja, seit 12. Januar sind wir erst auf der Insel. Oh, wir haben. Aber geplant war es schon 8 Jahre lang, dass wir hier hinkommen. Okay. Und eine kleine Gastro aufmachen. Warum Mallorca? Wann warst du das? Hast du das erste Mal Berührung mit Mallorca und warum ist es dann Cala Radiada geworden? Ja, wie jeder Fußballer, der irgendwann auf Mannschaftsfahrt fährt, war die erste Berührung mit 18 Mannschaftsfahrt Arenal. Okay, Arenal, nicht Cala Radiada. Nein, nicht Cala Radiada. Okay. Aber da sind wir rausgewachsen aus Arenal. Zum Glück. Und Cala Radiada ist der schönste Ort in meinen Augen von Mallorca. Und deswegen kam eigentlich auch nur Cala Radiada in Frage. Und seit deinem Mannschaftsfußballsport bist du regelmäßig auf Mallorca gewesen? Also kann man sagen, jedes Jahr so eine Mannschaftstour? Ja, jedes Jahr so 2, 3, 4. Zum Schluss, als es dann mit der Gastronomie die Idee kam, war ich dann auch 6, 7, 8 Mal auf der Insel. Hab das vorher schön gescannt, wie das hier im November aussieht, im März, im Januar und ob das überhaupt finanziell tragbar ist. Ja, aber warte mal, da sind wir ja noch nicht. Also du bist 18 und das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Was hat dich fasziniert an Mallorca? War es einfach damals die Partymeile, das muss man machen als Mannschaftssportler oder war das wirklich schon die Liebe zu Mallorca? War klar, das könnte mal mein neues Zuhause werden, meine Wahlheimat oder wie ist das gewachsen? Das ist erst die letzten 15 Jahre gewachsen. Vorher war das wirklich nur Strandhotel, Diskothek. Und dann hat man halt die Insel mal ein bisschen anders gesehen, wenn man älter wurde. Ja, und wie hast du sie denn gesehen? Dann hast du Ausflüge gemacht und... Ach, weiß ich auch nicht. Das Wetter war immer entscheidend hier. Du hast hier 300 Tage Sonne im Jahr. Ja. Und in Deutschland kannst du 2 Mal im Jahr ins Pool, wenn du Glück hast. Du hast zu Hause, glaube ich, auch einen Pool, ne? Ja. Ja, okay. Wo ist dein altes Zuhause? Sag mal, wo kommst du ursprünglich her? Aus dem schönen Kurort Bad Salzuflen. Aha, okay. Kennt keiner, aber wenn du alt wärst, bist du in Kur, dann lernst du den kennen. Okay, versuche ich. Ich will nicht zur Kur. Und da hast du Gastronomie, also du bist ein Gastronom durch und durch. Ja, wir sind mit meinem Bruder, war das damals so eine Schnapsidee, Samstagnachmittags. Was machen wir denn? Och, wir machen eine Kneipe auf. Und dann war es Donnerstag auf. Und wie alt warst du da? Ja, vor 11 Jahren. Ach so, und davor? 56 Minuten 11. Ja. Das ist ja noch nicht so lange her. 45, das ist nicht lange her, nein. Und davor? Und was hast du davor gemacht? Davor war ich der glücklichste Briefträger der Welt. Nein, ja. Du verarscht mich. Nein, ohne Scheiß. Erzähl, echt jetzt? So auf dem Fahrrad, so einem gelben Fahrrad? Auf dem Fahrrad und ich wollte auch nichts anderes machen. Ach. Dann früher sollte ich da mal in Indien. Aber du bist knapp am Profifußballer vorbei, hast du kurz mal erwähnt. Man muss ganz viel Glück haben im Leben. Und ich habe Fußball nie ernst genommen. Es war schon Spaß. Mir war es nur wichtig, dass ich Fußball spielen konnte. Okay. Egal in was für einer Mannschaft. Hauptsache 90 Minuten und nicht 89. Okay. Und da war es mir eigentlich, ich hab nie auf eine Tabelle geguckt in meinem Fußballverein. Nie. Irgendwann fragte mich mein Trainer, bist du mit deiner Leistung zufrieden? Ich dachte, was will der denn von dir? Ich wollte nur Fußball spielen. Okay, und dann bist du in Bad Salzuflen, ne, sagt man? Ja. Bist du da geboren?
Da bin ich geboren. Okay, und dann warst du da Briefträger bei euch im Ort. Ja. Das finde ich echt süß. Bist du schon mal gebissen worden vom Hund oder so? Ja, aber nur zweimal. Echt jetzt? Ja, ja. Okay. Cocker Spanier und Dackel. Ah, die sind die schlimmsten, ja, das, ja. Ja, so hinterhältige Hunde sind das. Und das war dein Traumjob. Das hast du richtig. Ist das ein Lehrberuf oder wie kann ich mir das ja, vorstellen? Ja, du machst eine Ausbildung und dann wirst du Briefträger, wenn du Fahrrad fahren kannst. Okay, das konntest du beides, alles klar. Und dann vor 11 Jahren die Schnapsidee, Gastronomie zu eröffnen. Warum? Konntest du nicht mehr Fahrrad fahren oder was ist passiert? Nö, die Post hat mich so ein bisschen berentet, weil gesundheitlich mir nicht so gut ging. Okay. Knochen, Rheuma, Arthrose und ja, die Post hat gesagt, jo. Und das im Kurort? Ja. Das ist aber auch nicht richtig. Und dann hat mein Bruder, der hatte früher Rewe-Märkte und dann hat er gesagt, nee, ich schmeiß hin, ich mach das nicht mehr. Und dann kamen wir auf die Idee, ja, ich saß sowieso zu Hause rum und dann wurde gesagt, wir machen eine Kneipe auf und ich habe da ein bisschen geholfen und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir dann gesagt haben, jo, jetzt gehen wir nach Cala Ratjada. Ist das so einfach, eine Kneipe aufzumachen? Das versuchen ja viele, sage ich mal so, Dir ist es sehr gut gelungen, sag mal den Namen. Das ist das Anno 66, sowohl in Bad Salzuflen als auch hier jetzt in Cala Ratjada. Ja. Und dann habt ihr euch also eine Örtlichkeit gesucht und es wirklich gemacht. Weil ihr gerne in Kneipen sitzt oder weil, was war die Intention dafür? Oder fehlte eine in Bad Salzuflen? War der Markt da? Oder was macht ihr anders als andere Kneipiers? Wir sind so, wie wir sind. Und wenn das nicht gefällt, dann würden wir nichts anderes versuchen, damit es funktioniert. Entweder so, wie wir sind oder gar nicht. Also du machst das da mit deinem Bruder zusammen? In Bad Salzuflen mit meinem Bruder, ja. Und hier haben wir zwei Partner mit im Boot, Partner und Freunde. Und die haben gesagt, doch Jürgen, ich gebe dir ein bisschen Geld. Warte mal, da sind wir gleich. Also wir sind noch in Bad Salzuflen. Also du hast da eine Kneipe vor 11 Jahren aufgemacht, die funktionierte vom ersten Tag an und dann wart ihr Gastronom. Dann waren wir Gastronom, obwohl wir keine Ahnung hatten. Ja. Das finde ich schon geil. Okay, und das hat so viel Spaß gemacht, aber ihr habt auch viel zu tun. Und habt gesagt, wir haben so viel zu tun, wir machen das jetzt auch noch auf Mallorca. Wie wuchs der Wunsch? Der Wunsch war die Sonne, nichts anderes. Wenn man diese Scheiße am Fuß hat mit Rheuma und Arthrose, dann ab 20 Grad geht dein Körper förmlich auf, was das Wohlbefinden betrifft. Und in Deutschland ständig unter 20 Grad und dann kommst du kaum eine Treppe hoch. Also das heißt, du bist schon auch aus gesundheitlichen Gründen hast du dich für diese Insel entschieden, ja. Weil es hier einfach gesundheitlich besser geht. 10-mal besser. Okay. Ich kann nur jedem empfehlen, fahrt in die Sonne und es geht euch gut. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja bekannt. Okay. Keine Tabletten, nichts mehr. Und vor 11 Jahren hast du da die Kneipe aufgemacht und bist aber immer regelmäßig noch hier im Urlaub gewesen und hast immer mit einem Auge geguckt, wo könnte ich hier auch so ein Anno 66 aufmachen? Oder wie war das? Doch, so war das. So war das. Und es gab auch 8 Jahre, haben wir ja intensiv gesucht. Aber es gab nichts zum vernünftigen Preis oder so einen kleinen Schuhkarton. Oder die Leute wollten so viel Geld dafür haben. Das war einfach utopisch. Ah, krass. Also du hast wirklich 8 Jahre gesucht nach dieser Location jetzt? Ja, so kann man es sagen, ja. Okay, ihr habt ja auch eine sehr geile Location jetzt gefunden, ne? Also das Warten hat sich gelohnt? Ja. Also der Platz ist exorbitant geil. Jetzt müssen wir das Rad nur noch in Schwung bringen. Aber das schwingt doch schon, man oder? Man hat halt eben, man ist der Neue und die Urlauber sind hier 5, 6, 7, 8 Tage. Und dann gehen sie erstmal dahin, wo sie immer waren. In der kurzen Zeit, wo sie hier sind. Und da müssen wir uns halt eben, wenn sie einmal kommen, kommen sie wieder. Das ist das Gute daran. Also wer einmal bei uns ist, der kommt eigentlich jeden Tag wieder. Also wir haben Urlauber, die sind jetzt schon Stammgäste für jeden Tag im Urlaub. Das ist krass. Und das bestätigt ein, dass man da schon was richtig macht. Da will ich gleich nochmal rein, was ihr richtig macht. Ich möchte jetzt gerne nochmal wissen, wie hast du diese Location gefunden? Das war ja auch eine sehr bekannte Location. Das war ja der Jörg vom, wie hieß denn noch sein Laden? Portofino, auch ewig schon hier. Damals, als ich noch Tiere gegessen habe, für mich auch das beste Steak. Und der hat jetzt aufgehört. Wann ist euch das zu Ohren gekommen? Hat man das erst gemunkelt? Kanntet ihr euch vorher schon? Wie bist du daran gekommen? Wir sind auf gut Glück
im März letzten Jahres, vorletzten Jahres, sind wir nach Mallorca geflogen. Ich und Markus. Und dann haben wir gesagt, Markus ist dein Partner, ne? Genau. Und dann habe ich gesagt, wir gucken uns jetzt da an, wo Schilder stehen, zu vermieten, zu verkaufen. Und dann haben wir noch eine Immobilienmaklerin kontaktiert, die ist dann schon rumgegangen und hat gefragt, Leute, die eigentlich gar nicht verkaufen wollten. Und da war unter anderem das Lokal auch bei. Also die mussten erst angestupst werden, um zu sagen, Mensch, wir arbeiten jetzt hier 35 Jahre, irgendwann reicht's auch. Ja, das, ich weiß. Und konnten auch nicht so loslassen, ne? Nee. Und durch Corona haben sie gemerkt, wie schön sie es eigentlich zu Hause haben, aber die standen ja nur in der Küche und waren am Arbeiten. Ja, ich weiß. Die sollen das Leben jetzt genießen und haben sie alles richtig gemacht. Ja. Und, aber für euch war Carla Radiala war klar, da gab es überhaupt keine Kompromisse. Kompromisse nur als Notlösung. Wir haben uns auch in Pagera, in Arenal haben wir uns was angeguckt. Aber da fährst du ja schon mit dem Gefühl und du sagst, da will ich ja eigentlich gar nicht hin. Okay. Das wäre nur Preis-Leistung. Dann, wenn das hätte wirklich günstig sein müssen, sonst hätte ich das nicht angepackt da. Okay. Arenal ist auch nicht so mein Volk da. Ich bin zu alt geworden, um auf den Tische zu tanzen. Ja, ja, ja. Leider. Ja. Zahn der Zeit. Okay, und dann habt ihr... weiß ich jetzt nicht, die Location durch die Maklerin oder auch so durch Glück gefunden und ihr wart ihr die Einzigen? Da waren doch bestimmt noch andere Leute dran, oder? Nee, die wollten es ja gar nicht abgeben. Sie wurden ja erst quasi durch die Anker, wurden sie quasi erst, guck mal, wir haben da einen, der hat das und das, das will er investieren. Und dann haben die gesagt, ja, zu dem Preis können wir uns das vorstellen. Und dann haben wir uns getroffen und das ganze Ding ging wirklich bis Schlüsselübergabe. Ohne auch nur einen Vertrag, ohne irgendwas über den Tisch. Klasse. Das ist schon in der heutigen Zeit sehr krass und auch sehr lobenswert. Ja, und sehr selten. Ja. Fast unmöglich. Genau, ja. Aber du hast ja auch eine riesen Fanbase schon, ne? Also ich habe deine Eröffnung mitgekriegt. Ich war nicht live dabei, aber auf Facebook konnte man das so ein bisschen verfolgen. Da war schon was los, ne? Ja, das zeigt einen, dass man in Salzuflen viel richtig gemacht hat. Die sind alle hergekommen, ne? Die sind alle angeflogen gekommen, speziell nur für die Eröffnung. Und das im März. Ja. Das ist ja gar kein Urlaubsmonat, ja. Gar nichts. Da kamen insgesamt 250 Leute angeflogen. Wahnsinn. Nur für die Eröffnung. Wie hast du das gemacht? Wir haben nur gesagt, dass wir aufmachen. Und dann haben die gesagt, wir kommen. Krass. Und wie läuft es denn jetzt ohne dich in Bad Salzuflen? Also du fehlst da ja wahrscheinlich auch, ne? Kommen die klar ohne dich, deine Fans? Ja, meine Familie, mein Bruder, die machen das in meiner Abwesenheit, das, was ich früher so ein bisschen mitgemacht habe. Die kommen zurecht, ohne Wenn und aber ein bisschen fehlt da schon. Der Jürgen fehlt da schon. Aber wir probieren das jetzt hier aus. Und aber du pendelst auch nicht, du bist hier. Ich bin jetzt erstmal hier. Das ist jetzt hier wichtiger als in Deutschland. Ja. Der Laden in Deutschland leidet natürlich dadurch, dass ich nicht da bin. Weil ein Laden hat so ein Kasper-Gesicht und das bin ich halt. Ja, wir haben das ja auch nicht gemacht, weil wir arbeiten wollen, sondern weil wir Spaß am Leben haben wollen. Aber es lässt sich, glaube ich, ganz gut kombinieren, ne? Ja, du musst schon einen an der Pfanne haben, wenn du sowas machst. Das scheint du zu haben, ja. Und da ist dein Bruder genauso, den kenne ich ja nicht. Naja, wir sind Drillinge und einen Schlag schräg hat er auch. Seht ihr auch aus wie Drillinge? Nee, überhaupt nicht. Ah, okay. Nein, wo ist der Dritte im Bunde? Der kann nichts dafür, dass er so aussieht. Der Dritte hat eine Werbefirma. Okay. Und ja, so hat jeder seinen Part gehabt und jetzt machen wir halt eben seit 11 Jahren Gastronomie zusammen. Und das passt einfach. Also der macht auch die Werbung für euch? Ja, Werbung, da halte ich mich ganz raus. Da bin ich so ein Medienmuffel. Mhm. Bevor ich irgendwas poste, ich poste irgendeinen Scheiß, aber nicht Werbung. Oder dafür habe ich dann Markus und so weiter, der macht das alles. Der sitzt den ganzen Tag vorm Handy. Aber mich nervt das einfach nur. Ja, du musst ja auch nicht alles können. Aber da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Du bist ja jetzt am Montag. Welches Datum ist denn das? Der 26.? 27. Juni bist du ja bei Goodbye Deutschland zu sehen. Also warst du schon da? Ich habe das nee. Das erste Mal jetzt. Ne? Erste Mal, ja. Wie kam das zustande? Da hat man sich beworben. Okay. Da hat man seine Geschichte geschrieben, so Familie, Haus, Garten, Mutter, Kind.
Und dann fanden die das ganz interessant. Dann haben sie noch ein Video drehen lassen. Wann hast du dich da beworben? Als das hier in trockenen Tüchern waren mit deinem neuen, mit deiner neuen Gastronomie? Mhm. Als wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt das Lokal fest. Und dann haben wir das geschrieben, dass wir nach Carla Ratjada gehen. Aber erst Step by Step. Also nicht alle auf einmal, sondern erstmal nur, sag ich mal, der Scout bei den Indianern war ich hier in Carla Ratjada für die Familie. Aber die Familie hat das auch mitgemacht. Also sie hätten mich lieber zu Hause. Ja. Aber ich denke mal, dass wir hier die nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre einfach besser leben als in Deutschland. Ja. Die Lebensqualität, das wirkliche Leben ist hier einfach wertvoller. Ja, nicht einfacher, aber schöner irgendwie, oder? Oder findest du es einfacher? Einfacher definitiv nicht. Nein. Wer denkt, der könnte hier einen lauen Lenz machen, der ist ja komplett falsch. Du musst hier mehr, sag ich mal, da sein als in Deutschland. Und aufpassen und kontrollieren und den ganzen Mist. Das hast du schon mitgekriegt, ne? Ja, aber deine Gastronomie wird auch das ganze Jahr offen bleiben. Ist kein Saisonbetrieb. Wir lassen erstmal das ganze Jahr offen. Und dann gucken wir mal, welche Monate gut, welche Monate schlecht sind. Und dann gegebenenfalls machen wir gar nicht zu oder 2 oder 3 Monate. Entscheidet der Gast, ob er kommt oder nicht. Ja. Okay, schön. Also, und dann hast du deine Bewerbung geschrieben und dann fanden die deine Geschichte so interessant und haben gesagt, den gucken wir uns doch mal näher an. Ja, der hat einen an der Pfanne, der passt ins Fernsehen. Ja, und die sind total begeistert von dir. Es gibt jetzt fast eine Sondersendung mit dir, ne? Also du bist nicht nur 10 Minuten zu sehen, du und deine Familie, sondern schon ein bisschen. Das ist ja ein Schnitt von Peggy und Steff und irgendeiner, noch einer, glaube ich, und wir. Und ja, für den ersten Step haben wir eine ganz schön lange Sendezeit. Wir haben aber auch viel Input gegeben, glaube ich. Ich bin gespannt. Das Schöne, was uns jetzt verbindet, du bist ein neuer Mieter bei mir im Haus in der Mero Beach und darüber freue ich mich sehr. Ich durfte nämlich die Wohnung unten einrichten. Ich hoffe, es ist mir gelungen und es gefällt dir und deiner Frau ein bisschen da unten. Und ihr fühlt euch da wohl. Und deswegen werden wir uns jetzt auch öfter sehen, weil ich bin ja jeden Tag hier zugegen und du schwimmst dann morgens schon im Pool, wenn ich komme. Ja, wenn es über 20 Grad ist, ja. Nein, sehr geschmackvoll eingerichtet, wirklich alles. Das Ganze drumherum ist einfach, man kommt rein und es passt. Ja, freue ich mich. Denn da, wo du jetzt wohnst, ist es alles ein bisschen zu laut und zu wild. Du brauchst auch einen Ruhepol. Ja, genau, im Anno ist es wie ein Ameisenhaufen. Ja. Und dann brauche ich ein ruhiges Zuhause, wo ich einfach abschalte und Tür zu und gut ist. Ja, das kann ich mir vorstellen, denn wenn man viel arbeitet, braucht man auch ein bisschen, muss man sich ein bisschen zurückziehen können, ne? Und das wirst du hier können. Erzähl mir doch nochmal, was macht ihr so besonders anders in eurer Gastronomie? Also, ihr scheint sehr authentisch zu sein. In deiner Art und Weise, das scheint euren Gästen zu gefallen. Was ist es? Ja, die Charaktereigenschaft, der legt mir ja am Arsch, ich mache einfach. Und ich mache das, was ich möchte und gucke nirgendwo anders. Guck mal, da läuft dies und das läuft gut. Wenn die das machen, haben die den Laden voll. Das würde ich nie machen. Ich mache nur das, was ich selber will, wo ich hinterstehe und was mir gefällt. Und das scheint anderen auch zu gefallen, was mir gefällt. Und das ist, ich habe den Geschmack der von vielen Menschen getroffen. Was kann ich mir darunter vorstellen, da ich ja noch nicht bei euch war? Sind es die Getränke? Ist es der Service? Ihr habt ja auch Essen. Ja. Gibt es da irgendwie Unterschiede? Nein, auch nicht. Wir machen ganz die Einrichtung ist sehr speziell bei euch, ne? Ja, ich bin da geschmacklich, glaube ich, auf deiner Höhe. Nur ich kaufe die Dinge auf dem Flohmarkt. Die ganze Einrichtung ist vom Flohmarkt. Da habe ich gesagt, da kannst du das draus bauen. Da habe mir Tischler gesucht, die das dann umgebaut haben, umgesetzt haben. Und dann, was andere Leute wegschmeißen, nehme ich als Deko. Und dann muss das alles miteinander harmonieren. Das sieht in Bad Sassuflen sehr, sehr wild aus. Da ist das Anno noch ein Kindergarten gegen, hier in Carla Ratjada. Aber irgendwann, wenn ich wieder Zeit habe, zum Flohmarkt zu fahren, kommt da wieder was an der Wand und da wieder was an der Wand, bis du die Wände nicht mehr siehst. Aber das, was du jetzt hier im Anno hast, ist aus Deutschland vom Flohmarkt? Oder hast du es hier schon auf den Flohmarkt? Nee, das war in Concierge, oder wie man das ausspricht. Ja.
Und dann bin ich in Arte auf dem Flohmarkt, dann kaufe ich hier eine Kanne, dann kaufe ich da einen Teller, da irgendwas, was ich denke, oh, das Stück Holz, da machst du einen Schriftzug drauf. Das funktioniert dann. Also du musst Ideen haben, du musst einfach das vor Augen haben und dann das läuft eigentlich alles. Dafür kann ich andere Sachen nicht. Und das wäre? Zum Beispiel lesen oder zuhören. Das glaube ich nicht. Da muss ich mal deine Frau fragen. Ah. Das mache ich gleich mal. Wohnst du zu Hause auch so? Also ist das, sieht das bei euch zu Hause dann auch so aus mit so viel Deko-Sachen? Oder geht das zu Hause nicht, weil einer dann ja auch Staub wischen muss und dann hat deine Frau gesagt, das kannst du alles mal schön bei dir in der Kneipe machen. Aber zu Hause wohnen wir eher ruhig und schlicht. Schlicht? Sind wir schlicht? Nö, auch nicht schlicht. Was sagst du? Wir wohnen schon schön. Ja. Das glaube ich. Hast und du mir ja schon. Das war auch die Prämisse hier, dass ich hier definitiv nicht schlechter wohnen möchte als zu Hause. Ja, das ist auch klar. Ja. Auch wenn man den ganzen Tag nicht da ist und arbeiten muss, aber das sollte schon schön sein. Ne? Mhm. Ja, das, aber wie gesagt, die Wohnung da unten, ich finde sie auch sehr schön. Es ist echt schön geworden. Also kann ich, bin ein bisschen neidisch auf dich. Auf Lass euch. Uns ja mal besuchen. Ja, das werde ich auch tun, auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Okay, also jetzt ist es Cala Ratjada geworden und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bin gespannt auf die Sendung am Montag. Ich auch. Und wie es dann mit euch weitergeht. Mhm. Ob man euch dann öfter sieht und was man so sieht. Ich bin gespannt. Was würdest du anderen Auswanderern empfehlen? Einfach machen und ins kalte Wasser springen oder? Nein. Auf jeden Fall 20 Mal überlegen, bevor man sowas macht. Zu Hause alles behalten, was ihr habt. Ein Jahr ausprobieren und so viel Polster haben finanziell, dass man nach einem Jahr das alte Leben wieder aufnehmen kann. Ich würde nie zu Hause was aufgeben, bevor ich nicht weiß, ob es hier läuft. Also der schlimmste Fehler, den man machen kann, zu Hause alles verkaufen und dann hier auf die Fresse fallen. Und wenn es dann nicht so ist, wie man sich das vorstellt, kannst du auch nicht zurück. Ich kann immer zurück, ich kann jeden Tag zurück. Ich könnte jeden Tag sagen, komm, Markus, Christian, Raphael, unser zweiter Mann da an der Theke. Ich sage, du, das ist alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich könnte dann sagen, von heute auf morgen, du, was machen wir? Komm, wir setzen uns zusammen, was machen wir? Haben wir vorher darüber geredet. Aber jetzt mit der schönen Wohnung und so weiter, kommt man langsam in die Lebensqualität, die man sich vorgestellt hat. Wenn du 5 Monate mit 3 Männern auf 60 Quadratmeter wohnst, dann hat das wenig mit Lebensqualität zu tun, obwohl es total lustig und fröhlich war. Aber irgendwann brauchst du dann für die Familie nun. Ja, du musst ja auch den Akku mal aufladen, ne? Also ja, das ist ja ganz wichtig, ich finde auch. Ich sage ja auch immer, man arbeitet ja einfach mehr und man braucht mehr Akkulaufzeit. Aber weißt du nach einem Jahr, ob es läuft? Mal ganz, ich bin kein Gastronom, ich komme nicht aus der Gastronomie. Aber wenn es jetzt, es scheint ja schon so gut zu laufen, aber wenn dann wieder so ein Jahr dazwischen kommt, wo wieder nichts läuft und so, ne, man muss ja, das Polster muss ja schon echt groß sein. Also das ist ja ein gewagtes Spiel heutzutage immer wieder. Wenn Corona noch mal kommen sollte im Herbst, dann wird das auch für uns eine schwere Zeit. Das Arno in Salzuflen hat auch gelitten unter der Corona-Zeit. Da ist auch viel Geld reingesteckt, reingebuttert für nix und wieder nix. Also das wäre eine Totalkatastrophe, wenn sie hier noch mal irgendwas sperren. Ja. Weil gerade im ersten Jahr ist es besonders schwer, das zweite wird dann besser und im dritten Jahr bist du erst angekommen. Ja. Das ist so Faustregel, Gastronomie 3 Jahre und dann bist du angekommen. Dann hast du es geschafft, wenn du 3 Jahre schaffst, hast du es geschafft. Also ich rechne hier nicht mit Umsätzen, wo wir uns morgen ein Motorboot kaufen können, auf gar keinen Fall. Das wird nie passieren als Neuanfänger, nein, nie. Deswegen passt schön auf, was er macht. Und du hast dich ja jetzt als Gastronom da reingefummelt, ne? Gibt es Fehler, die du hättest vermeiden können oder sollen? Oder hast du alles so intuitiv gemacht? Ich wusste nicht, dass die spanischen Behörden noch strenger sind als die deutschen. Ist das so? Da bin ich richtig mit auf die Fresse gefallen, weil hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich vorher da wesentlich mehr drum gekümmert. Ach. Aber ich habe gedacht, hier wäre das alles einfach. Südländisch einfach. Ist es aber nicht.
Da weiß teilweise der eine nie, was der andere tut. Ja, ja. Hast du da Unterstützung gehabt mit Profis ja. oder musstest du dich alleine? Ich habe eine Daniela an der Hand, die war beim Steuerbüro und hat sich jetzt umorientiert, aber die hat mir sehr geholfen in Sachen Gemeinde und alles, ob das Müll anmelden ist. Der Vater von dem Vorbesitzer hat mir auch in einem Vorfeld, ich bin mit ihm rumgefahren und Strom ummelden, Telefon ummelden und den ganzen Kram. Da brauchst du schon einen, der weiß, wie, wo, was funktioniert. Und wenn du da gar kein Spanisch kannst, wird es ja auch noch schlimmer. Du brauchst einen an deiner Seite. Mhm. Aber hattet ihr ja dann, ne? In dem Fall, die waren ja lange da drin und die kennen sich ja auch aus und wussten ja dann, wo ihr hin müsst, ne? Genau. Das ist ja Gold wert. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Alleine hättest du dich hier auch auf die Fresse gelegt. Also in Wind geschossen haben wir ganz, ganz wenig Geld. Aber wenn du dich überhaupt nicht auskennst, dann kannst du mal sagen, fürs erste Jahr 50.000 Euro weg für nix und wieder nix. Aber bei uns waren es vielleicht 5.000, die wir hätten sparen können, wenn wir ein bisschen schlauer gewesen wären. Ja, das ist ja überschaubar. Aber das 5.000 ist ein guter Wert für einen Neueinsteiger. Ja, ja, ja. Wahnsinn, hast du alles richtig gemacht. Kannst du jetzt anderen auch noch Tipps geben? Hast du schon viel gelernt. Jetzt könnte ich wirklich einen Lehrgang machen für Leute, die auswandern. Und nur mit den Tipps würden die viel Geld sparen. Ja, siehst du. Ja. Dann mach das mal. Ja, braucht mich nur anrufen. Oder kommt ins Anno. Genau, kommt ins Anno und dann machen wir eine kleine Schule für Auswanderer. Auf jeden Fall guckt euch gut bei Deutschland an. Es gibt endlich mal wieder neue Gesichter, neue Geschichten. Und ich glaube, deine wird schon sehr, sehr spannend, weil du wirklich sehr authentisch und lustig bist. Also ich freue mich sehr drauf, auf dich und deine Familie. Ja, ich möchte nicht mehr ernst sein im Leben. Ich möchte nur mit Freude nur noch im Leben sein. Alle, die mich ärgern, werden aussortiert. Ja, das ist eine gute Einstellung. Ja. Was war das mal anders bei dir? Ja, ich bin zu gut. Ich bin ein zu guter Mensch. Bist du öfter ausgenutzt worden? Ja, denke schon. Ausgenutzt oder meine Gutmütigkeit. Tja, wenn die Menschheit so wäre wie ich, wäre es eine wunderschöne Welt. Es ist eine wunderschöne Welt. Jeder macht sich die Welt, wie sie einem gefällt. Und wir haben das schon sehr schön hier. Gut, mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit, für deine spontane kleine Geschichte. Und den Rest gucken wir dann alle bei Goodbye Deutschland. Übrigens Montag im Anno live alles bei dir, ne? Ja, ja. Wann geht's los? Wir fangen an um 18 Uhr mit dem Buffet. Aha. Damit wir auch, also Einzelbestellungen wird es am Montag nicht geben. Wir wollen ja selber gucken. Und die Leute, die sollen sich dann selber bedienen und wir bringen nur Getränke an den Tisch. Aha. Erklär noch mal ganz kurz für alle, die nicht wissen, wo das Anno ist, die den Vorgänger nicht kannten. Das ist direkt da am Hafen? Ja, am Hafen ist ein kleiner Platz, wo der große Springbrunnen ist. Und dann das Eckhaus neben dem Royal. Genau, also genau neben dem Royal. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ich denke schon. Muss man vorbestellen schon für Montag wahrscheinlich, ne? Ja, das wäre schön, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Ja. Mit einer Riesenparty. Ich werde auch dabei sein. Also kannst du schon mal Platz reservieren. Mache ich. Gut, mein Lieber. Ich danke dir und wir werden uns jetzt öfter sehen und ich freue mich drauf. Dann, du bist mir sehr sympathisch. Also, das ist schön. Bis bald. Gut auf Gegenseitigkeit. Danke. Bis bald. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da. Abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.